Die Ukraine hat ein Lob über das von Deutschland gelieferte Flugabwehrsystem IRIS-T ausgesprochen. Seit Oktober 2022 hat die Division der Raketensysteme IRIS-T über 60 Luftziele im Himmel über der Ukraine zerstört. Zudem fügte der ukrainische Luftwaffenchef hinzu, dass er den deutschen Partnern danke und betonte, dass die Ukraine nun über zwei Systeme verfüge. So zeigt sich auch ein Operator mit dem Kampfnamen Juwelier in Form eines Videos mehr als zufrieden mit dem Flugabwehrsystem. IRIS-T habe alle Ziele abgeschossen. Das System wurde offenbar nahe der südukrainischen Stadt Odessa verwendet. Russland habe bereits mehr als 8000 Raketen auf die Ukraine abgeschossen. Das geht aus Angaben aus Kiew hervor. Demnach benötige die Ukraine dringend mehr westliche Flugabwehrsysteme. Weitere Flugabwehrsysteme wie IRIS-T, Patriot und Gepard werden am dringlichsten benötigt.